Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Video, das ihr euch schon lange gewünscht habt. What I eat in a day. Ich habe es endlich geschafft, das für euch zu filmen und für euch umzusetzen. Und ja, hoffe es gefällt euch und ihr kriegt so ein bisschen einen Einblick in meine Essgewohnheiten. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich dazu gleich sagen, dass ich eigentlich an keinem einzigen Tag dasselbe esse oder mich an irgendwelche Regeln halte. Bei mir sieht jeder Tag anders aus, denn mein Ernährungsplan ist mein Körper. Ich ernähre mich extrem intuitiv. Mein Körper sagt mir schon, worauf er Lust hat, worauf er keinen Bock hat, was er braucht. Und genau dementsprechend ernähre ich mich. Und das ist auch das, was ich nach all meinen Erfahrungen mit 10.000 verschiedenen Diäten und diese Bodybuilding-Aufbauphasen und Diätphasen, ich habe damit sowas von abgeschlossen. Befasst euch nicht allzu sehr damit, also respektive befasst euch weniger damit. Ja, versucht nicht mit irgendwelchen Diäten jetzt irgendwie in diese und diese Form zu kommen, weil Ernährung, man sollte das Thema von einer ganz anderen Sichtweise betrachten. Dann fällt es einem nämlich viel, viel, viel einfacher und plötzlich geht es mit dem Gewicht verlieren oder was auch immer ihr euch da wünscht, wie von selbst, wenn ihr eben nicht mehr so stark darauf fokussiert seid. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie viele Kalorien ich denn momentan zu mir nehme und ich muss euch da wirklich sagen, ich habe natürlich sehr viel Erfahrung, weil ich ja wirklich sehr lange früher meine Ernährung alles abgewogen habe, getrackt habe, wie man das ja nennt. Und heute mache ich das gar nicht mehr. Aber ich habe natürlich sehr viel Erfahrung, weiß so ungefähr, wo sind Kohlenhydrate drin, wo sind Eiweiße drin, wo sind Fette drin. Das ist halt dann irgendwann mal so drin, wenn man sich damit befasst. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich mich nicht danach ernähre, dass ich jetzt auf irgendwie eine bestimmte Kalorienzahl oder Eiweißmenge XY jeden Tag komme. Wie schon gesagt, das Ganze sehr intuitiv. Und wenn ihr gerne mehr darüber erfahren möchtet, ich zeige euch jetzt hier einfach, was ich heute so esse, aber wenn ihr gerne mehr darüber erfahren möchtet, wie denn mein Weg da so war und wie ich es geschafft habe, von diesem exakten Abzählen und Tracken wegzukommen, so Step by Step, zu dem halt einfach zum Vertrauen zu mir selbst, zum intuitiv Essen, wenn euch das interessiert, dann habe ich da eine Mitgliederplattform für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ich verlinke das unter diesem Video in der Infobox. Das nennt sich anjaslifestyle.com und da findet ihr von mir Kochvideos mit meinen absoluten Lieblingsrezepten, die natürlich dann auch für euch zum Ausdrucken. Ihr findet da mein Trainingsprogramm, was auch sehr intuitiv ist. Ohne Fitnessgeräte, ihr braucht kein Studio, ihr könnt meine Trainings überall machen. Also ich mache mal ein Workout zu Hause, mal mache ich eins draußen an der frischen Luft, mal wenn ich auf Reisen bin am Strand, irgendwo im Hotelzimmer und halt immer total so, wie mir halt gerade danach ist. Also alles sehr intuitiv und so, wie ich mich halt auch gerade fühle, wenn euch das interessiert. Für euch verlinkt unter diesem Video in der Infobox. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir legen mal los und ja, sind wir mal gespannt. Ich weiß selbst auch noch nicht, was ich heute alles noch zu mir nehmen werde. Ich werde es auf jeden Fall für euch auf Kamera festhalten. Und ja, ich würde sagen, let's go, ich habe Hunger. Ja, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, als erstes mal ganz viel Wasser trinken und dann mache ich momentan die Basenkur von MyFairTrade. Das heißt, ich nehme dann jeden Morgen einen Schluck vom Aktiv-Basenwasser. Kurze Info zu diesem Basenwasser, das kann von Person zu Person übrigens ganz unterschiedlich schmecken, je nachdem, ob ihr übersäuert seid oder ob euer Säurenbasenhaushalt ausgeglichen ist, kann das entweder leicht salzig, neutral, fischig, bitter, sogar leicht scharf schmecken und das zeigt euch dann, welches Organ bei euch im Ungleichgewicht ist. Natürlich könnt ihr es auch noch ganz genau mit Indikatorstäbchen mit dem Urin testen und das ist bei der Basenkur also mit dabei. Ich verlinke euch das in der Infobox unten. Schaut euch das unbedingt mal an, wenn euch das Thema interessiert. Bei mir hat es am Anfang zum Beispiel so leicht fischig geschmeckt und jetzt je länger ich das mache und da ich mich basenüberschüssig ernähre, schmeckt es immer neutraler. Also wirklich ganz cool zu beobachten. Und danach nehme ich dreimal täglich ein Messlöffelchen Sanko Meereskoralle. Das ist die perfekte Mischung aus Kalzium und Magnesium. Und etwa eine halbe Stunde danach gibt es Frühstück. Und heute gibt es für mich ein Smoothie. Und da mixe ich hinzu auch das Aktivpulver. Das sind Bio-Flohsamenschalen, Leinsamen und Brennnesselextrakt. Und das fördert die Verdauung. Und so kann ich optimal Säuren ausscheiden. Ja, das mache ich jetzt alles in meinen Mixer. Heute ist es ein Beeren-Bananen-Smoothie mit Bio-Acai und Bio-Acerola-Pulver und Grünkohl
Und ich hätte noch einen Apfel da reinmachen wollen, aber ich hatte gerade keinen mehr. Ich ging erst nach dem Frühstück einkaufen, Kühlschrank wieder gefüllt. Was ich hier auch immer so drin habe, seht ihr hier. Kurkuma-Saft nehme ich am Morgen auch gerne einen Schluck Aloe Vera-Saft. All diese Sachen sind von My Fair Trades, von meinem Sponsor. Und zum Thema Säure-Base-Haushalt verlinke ich euch noch etwas unter diesem Video in der Infobox. Für diejenigen, die das Thema interessiert. Wie gesagt, ich mache momentan eine Basenkur und finde es wirklich super. Jetzt seht ihr hier dann schon als nächstes mein Mittagessen. Da mache ich eine Süßkartoffel und die backe ich im Ofen mit ein bisschen Kokosöl. Ich schmiere das ganze Blech ein und schmiere auch die einzelnen Scheiben ein bisschen ein. Dann gebe ich da ein bisschen Pfeffer drüber und ja, das ist jetzt im Ofen. Und dann hier in meinem Kochtopf setze ich jetzt mal Wasser ein, weil da werde ich nachher die Linsen drin kochen und oben drüber im Dämpfaufsatz mache ich heute Brokkoli und grüne Bohnen. Sobald das Wasser kocht, kann ich hier die Linsen reinmachen. Also das ist wirklich ein super Gerät, Thermomix, die das kennen. Ich kann es echt nur empfehlen, für diejenigen, die es noch nicht kennen. Dann mache ich ein bisschen Apfel, den ich am Morgen nicht hatte. Und Paprika, das werde ich roh dazugeben, das werde ich nicht kochen. Und das grüne Gemüse dämpfe ich wirklich nur ganz kurz an. Dann hier seht ihr meine Soße, die ich an diese Bowl machen werde. Dann nehme ich Orangensaft, Limettensaft, Ingwer, Frühlingszwiebel und Mandeln und ein bisschen Sesammus. Die Mandeln habe ich jetzt hier kurz klein gemacht und jetzt gebe ich alle anderen Zutaten rein und dann mische ich das alles zusammen und dann wird das mein Dressing für meine heutige Bowl. Und jetzt direkt nach dem Tanzen esse ich erstmal eine Banane, ganz viel Wasser trinken, dann geht's nach Hause und ein bisschen arbeiten und dann gibt es dann schon mal wieder Abendessen. Also ich esse eigentlich meistens so zwei große Mahlzeiten am Tag. Und dann eben, wenn ich jetzt tanzen habe oder so dazwischen eine Banane, morgens ein Smoothie oder eine Smoothie Bowl. Ja, ist eigentlich jeder Tag ist wie gesagt ein bisschen anders, aber meistens ist es schon so, dass ich zwei große Mahlzeiten am Tag habe und zwischendurch faste ich so ein bisschen. Also ich finde das eigentlich noch ganz gut. Für mich funktioniert das. Ich habe das gerne so, dann kann ich zweimal wirklich richtig essen und ich sitze ja, also ich habe dann auch wirklich große Portionen und dann eben, wenn ich Tanzunterricht habe, trainiert habe oder so, irgendwie eine Banane zwischendurch. Genau, morgens ein Smoothie oder eine Smoothie Bowl, so ist es eigentlich meistens. Heute gibt es zum Abendessen Salad Wraps und zwar habe ich da Vollreis aufgekocht und mein Hummus-Geheimrezept. Alle diejenigen, die Mitglied sind bei anjaslifestyle.com, die Plattform, von der ich euch am Anfang erzählt habe, da findet ihr mein geheimes Hummus-Rezept. Das ist nur für meine Mitglieder und ja, das fülle ich jetzt hier alles mit Avocado, mit Gurke, mit Tofu, mit Frühlingszwiebeln und mache mir hier leckere, erfrischende, knackige Salad Wraps und so sieht das dann aus.